das gemeinsame Musizieren, die gemeinsame Freude daran setzt Kräfte frei, die man sich sonst wohl nirgendwo spüren kann. Der alte Komponist und der neue dachte bei der Erstellung sicher auch an all die Musiker in den Blasorchestern landauf, landab, die ihre Freizeit der Musik widmen. Nach einem manchmal harten Arbeitstag noch zur Probe zu gehen, da fällt die Motivation oftmals schwer. Musik ist viel mehr als Noten. Musik verbindet. Ein gemeinsames Musizieren und Genießen von Musik schafft Gemeinschaft. Es ist mir auch eine Ehre, die Schirmherrschaft zu übernehmen zu dürfen. Also ich hoffe jetzt, dass mein Schirm groß genug ist und dicht genug ist, dass er dann am 7. Juli beim Gemeinschaftschor, dass wir den Regen abhalten können. Aber wie gesagt, es gibt da also einen richtigen Schirm halt, der ist ein paar Etagen weiter oben. Den werden wir einfach bitten und hoffen, dass es funktioniert. Über viele, viele Generationen, 250 Jahre plus drei natürlich, Musiktradition, zu Recht geehrt, hier im Dorf. Wow, 253 Jahre Musikkapelle Bergholzhofen bedeutet ein Vierteljahrtausend Musikkultur rund um den Schlossberg und den Königsberg. Viva la Musica! Ich liebe die Musikkapelle Bergholzhofen, ich liebe der Allgäu-Schwäbische Musikbund. Danke euch. Ja, und hat einen recht herzlichen Applaus für die Musikkapelle Bad Holzhofen. Natürlich auch ihr Freund. Ja, meine Städte am Auge zur Verleitung von Sandra Linder, Robert Borstadt, Roland Streit und auch die Musiker, meine Städte wird uns im Zeit unterhalten, und zwar nach der Bekanntgabe. Wir freuen uns drauf. Schön, dass ihr da seid. Thank you.
für unsere Ehrengäste. Philipp Feschwagen von der Musikkapelle aus Eitrang. Und damit dürfen wir auch unseren Umzug beschließen. Das ist die letzte Position. Ich sage herzlichen Dank für Ihren Besuch. Kommt bitte gerne noch mit ins Zelt. Es wird gefeiert bis morgen früh, denn um 17 Uhr ist die Bekanntgabe der Wertungsspielergebnisse. Und natürlich ist für jeden was dabei. Es gibt was zu essen. Also wenn ihr das jetzt nicht hört,
Schade. Also falls irgendjemand den Hupi sieht, schickt es den gerne noch nach vorne. Sonst würde ich jetzt das Mikro an meine Kollegin übergeben, an die Katrin, die links von mir steht oder von euch als rechts. Und dann gibt es noch ein paar schöne Worte. Wir möchten ganz kurz die Gelegenheit nutzen. Es ist uns ein Herzensanliegen für IC2-Vorstände, mal Danke zu sagen. Lieber Johannes, lieber Huppi, von ganzem Herzen sagen wir Danke, dein Festaufschuss-Team im Namen von der gesamten Musikerbälle Berlitzhofer. Ihr seid unsere Macher, ihr seid unsere pure Motivation. Danke für euer Vertrauen und dass wir alle dieses Fest durch euch erleben dürfen. Vielen, vielen Dank für alles. Das ist ein riesen Applaus für euch. Dank euch. Und wir haben natürlich ein paar Geschenke für euch dabei. Die dürfen wir euch jetzt noch, wie gesagt, von ganzem Herzen überreichen. Vielen Dank für alles. Und Leute, auf ein schönes Musikfest Sonntag. Auf geht's!